Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, willkommen zum dritten und letzten Teil meines Videos über das Fremo-Treffen in Magdeburg. Ja, wir sind jetzt wieder bei H0 und wir sind jetzt sozusagen bei der Deutschen Reichsbahn Epoche 4. Es gab hier zwei große Arrangements. Die eine war so ein bisschen, naja, östlich, da war also sozusagen die Deutsche Reichsbahn der DDR und noch die polnische und die ungarische Staatsbahn. Auf der anderen Seite war die DB und zumindest die dänische Staatsbahn und was ich aber nicht gesehen habe, ich glaube, die Schweden waren auch noch da. Da habe ich aber nicht so richtig auseinanderhalten können, was ist schwedisch, was ist dänisch. Ich bin jetzt in dem Arrangement auch nicht so lange rumgekrochen, um das jetzt herauszufinden. Daher müssen wir uns jetzt hier mit dieser Wagenaussage leider zufrieden geben. Ja, diese beiden Arrangements waren nicht durch Gleise verbunden. Das lag unter anderem auch daran, dass da ein Fluchtweg war und wir den nicht zubauen durften. Aber es gibt eine Lösung und das werden wir jetzt gleich sehen, wie man diese Arrangements trotzdem verbinden kann. Wir sehen jetzt hier, ne, Fähre Sassnitz-Trelleborg und da schwenken wir jetzt mal kurz hier rum und sehen jetzt hier eine Fähre. Ja, die schwimmt ja normalerweise auf dem Wasser, allerdings war es, glaube ich, keine gute Idee, die Halle entsprechend zu fluten. Deshalb gibt es hier, naja, eine fahrbare Fähre, die eine eigene Steuerung besitzt. Ich bin jetzt nicht Seemann genug, um zu erkennen, was das, inwieweit das jetzt dem Vorbild entspricht. Hier mal ein Blick in diese Fähre. Ja, und die hat jetzt hier in Sassnitz angelegt, ist also eine dänische Fähre und hat jetzt hier in Sassnitz angelegt und ja, fährt dann etwas später wieder durch die Gegend. Die Sequenzen in Sassnitz habe ich dann weggeschnitten, weil es da einen kleinen Unfall gab. Da ging es nicht weiter, weil die Fähre sich. Also da ist ein Zug reingefahren, da ist ein Wagen entgleist und der hat sich dort drin verklemmt und das hat man ohne die Leute, die jetzt die Fähre betreiben, die aber gerade nicht da waren, könnte man diesen Knoten nicht lösen. Das sind also die kleinen Unfälle. Hier sehen wir jetzt nochmal, das müsste jetzt allerdings die dänische Anlegestelle sein. Und man sieht überall Leute mit Handy, auch ich mit Handy. Ne? Habe hier gefilmt, dass also immer wenn sich die Fähre bewegt hat, dann wurden Handys gezückt und wurde fotografiert und gefilmt. Und ja, ich habe da noch den Vorteil des langen Arms. Und so konnte man das. Die Szenerie inklusive der Leute, die dort gefilmt haben, könnte man das einfangen. Ja, dann kommt hier die dänische Rangierlok, die holt jetzt hier den Zug aus der Fähre. Es gab also übrigens drei Anlegestellen. Es gab eine bei der Deutschen Reichsbahn, es gab eine bei der DB und es gab die dänische. Das waren zumindest die drei, die ich gesehen habe. Ja, und dass die Fähre eben immer, also quasi wie im Vorbild, immer hin und her gefahren und hat dann entsprechend die internationalen Züge befördert. In dem Fall ist es jetzt ein Schnellzug, aber zumindest der Unfall dann auf der DR-Seite, da war es ein Güterzug, der da reingeschoben werden sollte. Und
Das war ein Wagen, der nicht die richtigen Radsätze hatte, so wie ich, wie das im Nachhinein zu erfahren war. Also zumindest habe ich die Geschichte so gehört, der falsche Radsätze hatte, die nicht geeignet waren für die Fähre und sich deshalb eben da drin entgleist ist und sich verkeilt hat. Ja, das Problem haben wir ja auch bei uns, dass eben dann auch irgendwer dann doch irgendwelche NEM-Fahrzeuge draufstellt und die dann, also auch bei uns dann ab und zu dann mal Probleme verursachen. Also in meinem Bahnhof zum Beispiel darf ja auch kein Fahrzeug mit älteren, muss man dazu sagen, mit älteren NEM-Radsätzen reinfahren. Hier haben wir nochmal die Anlegestelle und hier nochmal ein Blick in die Fähre hinein. Hier dann nochmal eine Bewegung. Ja, hier hat der andere Kollege die Fähre gesteuert. Das sah irgendwie nicht so. Ich habe das dann abgebrochen, die Aufnahme. Ich weiß es nicht, ob die hier so angekommen war. Sah alles noch ein bisschen aus, als hat er das Schiff noch nicht so ganz im Griff. Also er verfehlt auch hier die Anlegestelle doch ziemlich deutlich. Ja, dann habe ich mir das Arrangement noch ein bisschen angeguckt. Hier sind wir dann jetzt im DB-Teil. Da sind wir nicht mit der Lok, das sieht eher auch wie Dänemark aus. Das sieht eher nach DB aus. Ja, dass man auch mal einen anderen Zug sieht als die sonst wie meinen Videos üblichen Epoche 12-Güterzüge. Mal ein bisschen was für die Fans der anderen Epochen. Ja, hier habe ich mich auch erst gewundert, was das soll. Da war quasi ein Schild vorne dran, dass das hier die letzte Fahrt ist. Zur Baureihe 23 der DB. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt irgendeinem historischen Ereignis nachempfunden ist oder einfach nur ein Gag jetzt hier. Aber wer es weiß, es gibt eine Kommentarspalte hier unter dem Video. Umso mehr ihr schreibt, umso mehr habe ich was davon, weil dann YouTube das Video wichtiger einstuft. Hier auch so ein typischer, die sogenannten Silberlinge. Hier zu dieser Brücke gibt es noch eine eigene Geschichte. Und zwar waren da Kollegen auf einer Ausstellung und da ist irgendwer gekommen und hat ihnen diese Brücke hingestellt. Ne? So nach der Devise, ja, es hat mein Opa gebaut und ja, ich habe da jetzt keine Verwendung mehr dafür, hier habt ihr sie, schenke ich euch. Und dann war eben die Idee daraus, hier so ein Frame-Modul zu machen. Da wurden dann links und rechts noch so ein paar Teile angebaut. Wenn man sich jetzt die Brücke anschaut, ist das natürlich nach einer Methode gebaut, wie sie heute, also zumindest in Fremo, nicht mehr üblich ist. Ne? Also mit diesen Papierprägepappen. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es eine sehr, sehr liebevolle Arbeit ist und auch sehr aufwendig gemacht. Und deshalb wird es trotzdem, dass es so was Historisches ist, hier noch verwendet. Ne? Also auch zu früheren Zeiten hatten wir tollen Modellbau gemacht. Das eine oder andere erscheint uns heute ein bisschen lieblos, was so auf manchen Anlagen stattfindet. Aber das hier ist wirklich, na, auch wenn es nicht mehr der allerneueste Schrei ist, ist wirklich also eine exzellente Arbeit. Na. Und deshalb findet es auch statt im Fremo. Ja. Und wie wir hier sehen, gibt es also nicht nur DR-Loks auf dem Arrangement, sondern wir sind hier in Polen. Da gibt es ein etwas anderes Lok- und Wagendesign, wie wir das hier sehen. Und ja, das macht natürlich das Ganze auch viel bunter, wenn dann, was weiß ich alles, dann noch mehrere ausländische dazu kommen. Ich habe immer das Problem der Sprache, also unsere Ansprachen zum Beispiel bei Fremöl, die fanden grundsätzlich immer auf Englisch statt. Ich habe kein Wort verstanden, na, aber das meiste, was da erzählt wird, weiß ich eh schon. Das ist auch nicht so schlimm. Aber so ist es halt. Na.
Ja, hier, es gibt auch im polnischen und dem nachher noch folgenden ungarischen Bereich gab es auch noch Schmalspurbahnen. Habe ich ja auch selber mal in Polen gesehen. Hier sind da Schattenbahnhöfe in Polen, in dem Fall ein imaginäres Breslau. Und das Besondere hier daran, es gibt eine Wendeschleife. Na, also hier, das ist also einer der wenigen Schattenbahnhöfe im Fremo, wo es Wendeschleifen gibt. Eigentlich im Fremo in No-Go, aber in Polen sieht man das ein bisschen locker als im deutschsprachigen Bereich. Hier gibt es auch ein bisschen Oberleitung. Ja, die hörte dann aber irgendwo mitten auf der Strecke spontan auf und auch da fuhren natürlich E-Loks. Dampfloks hier etwas bunter. Das ist also eine, naja, irgendwie im Rahmen von Reparationsleistungen in Polen verbliebene Baureihe 57. Hier gibt es sogar eine Doppellok, eine elektrische. Vielleicht für die schweren Kohlezüge in Oberschlesien, wo ja bis zum heutigen Tag Kohle abgebaut wird. Ja, die Polen haben auch einen Sinn für besonders große Lampen. Das ist bei uns ein bisschen ungewohnt. Es sei denn, man ist Länderbahn-Fan, dann sieht das ein bisschen anders aus. Hier ein Bahnhof. Ja, wenn die Gebäude noch nicht fertig sind, dann stellt man halt ein paar Bilder hin. Ja, könnte ich auch machen, aber darauf werde ich wahrscheinlich verzichten. Also ich werde es höchstens ans Modul hängen, aber so draufstellen würde ich es nicht. Aber ja, da haben wir auch wieder Schmalspurbahn. Wir sind, glaube ich, jetzt im ungarischen Teil. Hier Budapest als Schattenbahnhof. Gibt manchmal ähnliche Baureihen, weil so verschiedene, also hier haben Tegra-Trommel, ne, die gab es ja im ganzen Ostblock. Also auch in Polen und in Ungarn. Hier gibt es auch eine besondere Bahnkonstruktion, die ich bisher auch noch nicht gesehen habe. Und wir sind bei der Spur 1, das meines Wissens größte Spurweite im Fremo. Weiß nicht, ob es schon eine Spur-2-Gruppe gibt, aber was natürlich auch sehr eindrucksvoll ist, die Spur 1 Lokomotiven, das ist schon was Feines. Aber das ist so ähnlich, wie ich es schon bei Spur 0 angesprochen habe. Die Betriebsstellen werden eben immer kleiner und man fährt eben wirklich da von A nach B und von B wieder nach A. Das, so schön wie das alles ist und so toll wie das alles aussieht, mir wäre das einfach viel zu wenig. Aber das ist ja, jeder ist ja seines Glückes Schmied. Wer da mehr Wert auf große Fahrzeuge legt und weniger auf den Betrieb, der ist da mit der Spur 1 sicher ein bisschen glücklicher. Wobei natürlich hier auch, ne, mit Fracht- und Wagenkarten und das ist so wie überall im Fremo. Aber eben auf kleineren Betriebsstellen. Weil, was weiß ich, wenn ich jetzt hier Höllstedt in Spur 1 nachbauen würde, dann wäre das ein Problem. Dann habe ich ein Bahnhofsschild gesehen, was mich erstmal verwundert hat, weil ich mal 1989 in einem Bahnhof Kresna in Bulgarien ein- und ausgestiegen bin. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass es eine bulgarische Fremo-Gruppe gibt. Und ich habe mich dann mit dem Kollegen auch unterhalten. Das ist nicht das Kresna, wo ich ausgestiegen bin, sondern ein Fantasie-Kresna. Er hat aber, wenn man hier mal so guckt, ne, das wirklich toll nachempfunden, weil genauso habe ich es in Erinnerung, das war so Ende Mai, Anfang Juni und es war alles braun, es war alles vertrocknet. Das ist so kurz vor der griechischen Grenze, das war der südlichste Punkt, wo man uns als DDR-Bürger damals hingelassen hat. Ne? Und genauso sah dort die Natur aus.
Also wer auch so Spanien im Inland kennt, ne? Also so irgendwann im Sommer. Also ich sehe es immer bei der Vuelta, ne? Wenn ich der Vuelta gucke und dann sehe ich dort die Landschaft an und sie sind jetzt nicht gerade in Pyrenäen oder irgendwo im anderen Gebirge unterwegs, sieht das eben auch alles so total vertrocknet aus. Ja, und wir sind also hier bei Spur N gelandet. Und zwar Spur N, was hier, weiß ich nicht, ob das, also zumindest ist das nicht N-Fein. Also die fahren ja, glaube ich, noch NEM. Das weiß ich aber jetzt nicht so genau, weil ich habe mich viel über Kresna unterhalten, aber leider immer nicht viel anderes mit dem Kollegen, weil der Gott sei Dank Deutsch konnte. Also ich, weil ich mit Englisch, das hatte ich ja schon erwähnt, das ist nicht so von Erfolg gekrönt bei mir. Ich hatte Russisch in der Schule 7 Jahre lang, das kann ich aber auch bloß nicht. Es gibt halt Leute wie mich, die haben kein sonderliches Sprachtalent. Ja, hier sind wir dann immer noch bei N, allerdings bei N-Fanscale. Das sind dann die, die in N ihre Weichen alle selber bauen. Es ist noch nicht N pur, aber es ist wirklich sehr, sehr fein und auch hier gibt es Originalkupplung. Also selbst in N versucht man mit irgendwelchen Magneten oder Pinzetten dann da irgendwas zu bauen, was, naja, sehr feingliedrig ist. So viel erstmal zum Thema N, wo es eben auch sehr international zuging und ich aber auch nicht weiß, welche Nationalitäten da in den einzelnen Arrangements beteiligt waren, da fehlte mir einfach die Zeit. Ja, dann sind wir kurz wieder bei H0, wo ich jetzt leider nicht mehr so richtig weiß, wo ich hier diese Brücke eingefangen habe. Das ist leider, da verlässt mich leider meine Erinnerung. Ich fand es aber so bemerkenswert, dass ich es euch hier nicht vorenthalten wollte. Ja, und dann sind wir noch mal ganz kurz zu H0E, die ich ja in Kloppenburg schon sehr stiefmütterlich behandelt habe. Ich bin hier leider auch nicht dazu gekommen, deutlich mehr zu machen. Ich habe hier dann nochmal diese, die also im Kloppenburg-Video schon zu sehen war, diese Durchfahrt durch den Ort mir nochmal ein bisschen genauer vorgenommen. Ich wollte mich auch mal mit den Leuten dort unterhalten und ja, ich, keine Ahnung, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Also es war von den Tagen her, war das Treffen schon ein bisschen länger, als es sonst üblich ist, aber es war immer noch viel zu kurz, na, um da wirklich alles mitzubekommen. Also die H0E-Leute mögen mir bitte verzeihen, dass ich da nicht zu mehr gekommen bin. Kommen wir noch zur vorletzten Kategorie. Ein Arrangement, was irgendwo ganz weit in der Halle 3 ganz hinten war, sodass ich es leider sehr spät entdeckt habe. Wir sind also wieder in den USA, diesmal allerdings in H0. Ne, also USA sieht man natürlich hier an solchen, naja, doch sehr ungewohnten Kreuzungen, die man hier, also zumindest in Deutschland, nicht zu Gesicht bekommt. Na, hier hat man Schattenbahnhof. Tja, und hier das Ganze mal. Also so, nicht das Ganze, aber ein Großteil des Arrangements. Zu mehr bin ich da leider auch nicht gekommen. Letzte Kategorie. Wir hatten ja im letzten Video schon mal den Stand, wo es um die Spur 0 Weichen ging. Es waren also teilweise in den Hallen verteilt und geballt in Halle 3 so diverse Anbieter. Also Kleinserienanbieter, die dann so verschiedene Sachen gezeigt und auch verkauft haben. Es gab auch hier einen Stand, wo gebaut wurde, zum einen Bäume und zum anderen Weichen. Und ja, das war auch dort sehr viel zu sehen. Dann habe ich hier aus dem ersten Teil noch was vergessen. Und zwar war ein Kollege da, der aus Messing ungarische Fahrzeuge gebaut hat, der dann mal so kurz die Apollo-Werke zur Ausstellungsfläche gemacht hat und hier eben so seinen Zug ausgestellt hat, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist, hat Ungarn noch aus der K&K-Zeit,
Aber war falsch, denn die Fahrzeuge wurden in Ungarn gebaut. Also schon zur KNK-Zeit, aber eben in Ungarn gebaut, weil Ungarn auch zumindest eine Lokomotivfabrik hatte. Ja, mit diesen Bildern möchte ich das Video heute beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ich euch hier mal nach Magdeburg mitgenommen habe und dass ihr vielleicht auch die eine oder andere Anregung mitgenommen habt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.